wieder passieren. Walla, walla, ich mach genau so und noch schlimmer. Du bist ein echter Gangster in der Gang mit einem Schwarzsinn. Ach so, das war nur Corner, naja, mehr braucht man nicht sagen. Jetzt sag Geldbett hin, was ist das für ein schäbiges Benehmen? Du verdienst keinen scheiß Cent, doch dafür jede Menge Schläge. Du kleiner Gremlin, hättest Brian ins Klinikum geschlagen. Um mich vor dir zu schützen, muss ich hier nur Schienbein schon ertragen. Mann, von dir hat sich noch niemals wenn ein Stich eingefangen. Denn an die Leber kommst du Zwerg nicht mal mit Trittleiter ran. Deine Fußsuppe spuck auf deinen Kopf, du hast dir nichts zu sagen. Es reicht nicht mal zum Gartenzweck, denn nur die Harten kommen gar nicht. Als ob ich dich mal zertret, du wirst per Uzi zersägt. Denn gar kein Bock, dass da so ein Goblin in meinem Schuhprofil klebt. Du hast dem alten Opa Stiche an, du stahlharter Boy. Doch guckt er dich auf seinem Handy, bist du maßstabsgetreu. Es gibt nicht einmal Insekten, die du Hanswurst verwunden kannst. Deine Zuglocation war das Hamburger Wunderland. Du peinlicher Bastard. Corona-Zeiten hat sich leider ausgerieben, Nuttensohn. 2 Meter Abstand. Doch dass du infektiös bist, braucht Corona uns nicht zeigen. Ey, den Abstand haben die Leute sowieso zu dir gehalten. Lass mit Reibung kein Absatz. Hab dich doch gesehen, letztens am Bahnhof in Hannover. Du schnappst kein Geld im Waschplatz. Cent, weil du Fotze halt nicht sick raps. Siehst du dicke schwarze Zahlen, dann nur Corner 30 Big Macs. Ey, nee. Es ist aktiv, Renetix wird aus dem Leben gebettelt. Ey, der Gerichtsvollzieher klopft, nur zur Ehre gepfändet. Zu sagen, dass man arm ist, ist als Konter halt schon dünnsches Reker kontert, der ist trocken, aber du wirst niemals flüssig. Dein Konto so gebrochen, Mann, ich komm darauf nicht klar. Dein Dad fragt so, was sollen wir shoppen? Und du antwortest mit ja. Jetzt mal Real Talk, da scheinen die meisten gar nicht mitzukriegen. Dass du arm bist, Junge, steht dir ins Gesicht geschrieben. Hast du recherchiert und dann nochmal näher hingeblickt und dann so gleich mitgekriegt, da steht da noch in Blindenschrift. Papa dich zum Battle fährst, frontet so hart. Naja, da hat der pleite Geier sich den Konter gespart. Bedroht euch mal für Geld ein Einbrecher in der Bude, dann antwortet ihr strahlend: Ja, wir helfen dir beim Suchen. Danach gucken alle drei voller Scham auf das Geraubte und dein Dad sagt zu ihm trösten: Komm, ich fahr dich doch nach Hause. Du peinlicher Bastard. In Corona-Zeiten hat sich's leider ausgerieben, nur dein Sohn. 2 Meter Abstand. Doch dass du infektiös bist, braucht Corona uns nicht zeigen. Ey, den Abstand haben die Leute sowieso zu dir gehalten. Lass mit Reibung kein Absatz. Hab dich doch gesehen letztens am Bahnhof in Hannover. Du schnappst kein Geld im Raschplatz. Im Restaurant bist du mit Zahlungsschwäche überfordert und ruderst um die Rechnung rum wie Badegäste um den Corner. Ich bin da echt schon lange rum, muss man sagen, ne? Was du auf Twitter so rummautst, du Picklick, ist Unkraut. Du Hurensohn bist nicht mehr als ne zickige Jungfrau. Jeder Puffbesuch ist ans Raster schon gescheitert und für sein erstes Mal spart er noch 20 Jahre weiter. Die Line deines Lebens, ich bin arm und an Mic Drop. Weißt du, was ein guter Konter wäre? Ein Scheißjob! Keiner fickt dein Leben und was hat man da gesehen? Du kämpfst nicht mit dem Gegner, nein, du kämpfst nur mit den Trainern. Ey, du peinliches Kind, das wirkte wie eine Strafpredigt. Man war sich nicht sicher, ob du weinst oder schwitzt. Mit nassen Augen wurden die Knie gegen den Wonneproppen weich. Wär humaner gewesen, hätte er dir dein Kontostand gezeigt. Goiner sagt, deine Crew snitch, du tauscht mit Falki einen Blick. Doch auch der sagt dir jetzt nicht, dass du ein Raiven-Member bist. Sag mal, Raiven steht nicht hinter dir, dann fängst du gleich an loszuweinen. Wie willst du das kontern, Junge? Willst du mir den Vogel zeigen? La Knadinat ist ein Bastard und hat es nötig wie kein anderer. Wir wollen dir nur helfen, in der Beschreibung könnt ihr spenden. So bist du so nervös, wieso bist du so nervös? Entweder trifft dich das Böse oder du siehst zum ersten Mal in deinem Scheißleben Titten. Und dann hampelt er da rum und er will böse auf uns wirken. Mit Charisma eines Wankers und dem Körper einer Birne. Man steht nur in deinem Rücken, um dir nicht in die Fresse schauen zu müssen. Bitte nicht weinen.